So, den brauchen wir einmal. Und ich wollte den hier bauen. Hast du Vergleichswerte für mich? So. Jetzt brauchen wir Generator. Obwohl. Wir brauchen ein Clearing Query. Ja, okay. Hast du die schon mit der Statue geupgradet? Das wäre auch mal interessant. Wir gehen nach Norden. Gehen wir hier hin? Und weil wir hier ganz oben sind, produziert die auch maximal. Zwar dauert es dann erstmal ewig um 3 Tage, aber ich glaube, wenn du die Verbesserung direkt auf Stufe 1 raufballerst, ist der Levelanstieg bedeutend besser. Kann das sein? So. So, das haben wir. Oh, warum macht denn der denn jetzt einen Cupboard da draus? Ja, dann würde ich mal sagen, gib ihm mal hart, dass du da schnell vorankommst.
Ich habe kein Redstone mehr. WTF. Auf welcher Höhe spawnt ein Redstone? Oh, unten bei Diamonds. Ja. Das sollte erstmal reichen. Oh, ich brauche mehr Redstone. Thank you.
Okay, hast du schon einen Plan, wie du das machen willst, oder einfach erstmal neue Gebiete erforschen und gucken, dass du die Monster da platt machst? Ja, sauber. Ja, dann musst du doch die legendären Sachen finden. So, wir machen jetzt mal nur bis zum Nether. Not enough power. Yeah. Okay. Ich glaube, wir bauen mal eine Combustion Engine. Kohlgenerator.
und wir holen uns mal hier wieder einen Haufen Upgrades zurück. Oh. 73 ist klar. Ja, 3 Windmills. Ich versuch's mal mit dem Kohlegenerator, weil dann kann ich die Kohle da rausziehen. Aus dem Storage Drawer. Aber ja, mal gucken. Und Glückwunsch zu dem Abzeichen. Dann hast du ja bald fast alle außer die Zuchtdinger. Unseren letzten Emerald opfern wir für schwarze Farbe. Okay, aber die kannst du doch wahrscheinlich fangen, oder nicht? Hier extra Water. Okay. Das ist ja nervig. Ein paar Knochen.
So, ich muss mir mal... Ey, den kann ich mir nicht zählen. Das hat geklappt. Ach genau, wir brauchen mehr Redstone. Ah, okay. Also... Wie genau wird das dann laufen? Ja, dann würde ich mal sagen, hau da mal ordentlich rein und dann... so. So, Redstone, damit wir die Filter bauen können. Und dann... Ja, gucken wir einfach mal. Ups. Thank you.
Hups. Mal eben eine Frage, welche Region ist das dann? Ist das die oberhalb, also oberhalb der Startbase oder unten im, nee, im Westen die? Oder war das Osten? Nee, ich glaube, das müsste Westen gewesen sein. Mit dem Feuergebiet, oder? Ja, okay, ja. Also da, wo ich gedacht habe. Nee. Genau die andere Richtung. Okay, wir brauchen 12. So, ich habe mal eine Modpack-Frage. Was ist denn der beste Reaktor-Energieproduzent, den wir am Anfang mal bauen können? Okay, habe ich mir auch gerade gedacht. Dann werden wir den wohl mal umsetzen müssen. So. 5x5 und dann brauchen wir... Das noch nicht. Ja, der von Power, der ist wirklich ein wenig aufwendiger. Das sollte man erst machen, wenn man... Oh Gott. Wenn man ein Refined Storage oder sowas hat. Thank you.
Mensch. So. Dann können wir jetzt mal einen Filter bauen. Ja, wir sind ja noch am Anfang. Aber ich bin echt froh, wie weit wir schon gekommen sind. Aber wir haben einen ganzen Haufen Dirt. So. Okay, dann haben wir das geschafft. Dann kommt jetzt. Ach, das kann auch mal aus. Wie hieß das nochmal? Moment. Point. Es war Flachs. Flachs. Okay, wir brauchen noch mehr Redstone. So. Aber bevor wir jetzt weitermachen, laufe ich nochmal eben ganz fix auf Klo. Dann sehen wir uns gleich wieder. Also bis gleich.
vielleicht hörst du das ja noch. Wünsche ich dir auch. Danke, dass du da warst. Hallo. Hallo. Meine Frage. So, du kennst dich ja ein bisschen aus, ne? Ja, es geht. Ja, ich brauche so ungefähr 20 Stacks Kohle. Hast du da eine Idee, hier besser an Kohle ranzukommen? Weil ich finde, Kohle ist hier ziemlich rar geworden. Eine Möglichkeit ist, einfach hohe Berge zu suchen. Da sind die nämlich relativ nah an der Oberfläche. Und sonst kannst du auch Holzkohle nehmen? Nee, leider nicht. Na, was zur Hölle. Ja, ich hab's schon probiert. Der wird nicht fertig mit dem Essen. Nee, dann wirklich irgendwo auf hohe Berge. Also das siehst du ja hier schon. Wenn du oben ranguckst, da ist ja schon Kohle. Hm. Und da dann einfach auf die Suche gehen. Okay. Aber dann denke ich mal, muss ich mir erstmal einen Kopf machen, wegen Fortune 3 oder Pickaxe. Ja, auf jeden Fall, das würde ich machen. Weil ich brauche nämlich Stahl. Und für Stahl-Ingots muss ich ja den Eisendust mit Kohle und dem Hammer benutzen. Ja, genau. Holzkohle nimmt er leider nicht, sonst hätte ich einfach meine halbe Doppelkiste voll mit Holz da in den Ofen reingehauen und fertig ist, weißt du? Ja, sonst guck mal nach dem Blast Furnace von Immersive Engineering. Da brauchst du nämlich keine Kohle. Da baust du so ein Blast Furnace. Und das ist irgendwie 9x9 oder so. Noch was? Blast. Warte, hast du das Spiel auf Deutsch oder Englisch? Englisch natürlich. Okay. Jetzt von was? Von, Blast Furnace drin. Immersive Engineering. Immersive Engineering, ja. Weil ich glaube, das geht schneller. Okay, da schreibt gerade einer, da braucht man Koks für, aber ich glaube, Koks kannst du einfacher herstellen als. Oh, da brauchst du auch Kohle für. Sonst. Ja, aber was mich jetzt wirklich ärgert, dass ich da keine Holzkohle für nehmen kann.
Weil ich habe jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Stacks Kohle jetzt gesammelt in den letzten Stunden. Ich habe noch kein Fortune 3 drauf. Ich habe jetzt auch noch nichts, wo ich traden kann, weißt du? Deswegen ist das auch immer so. Alter, ist das nervig. Ich dachte, ich hätte jetzt mit dem Stahl fast durch, aber ich bin Astra bin. Ich habe jetzt, ich bin jetzt mit Preparing some Oxygen, bin ich jetzt fertig. Muss jetzt noch meinen Tank generell noch machen. Das sind ja gerade meine 6 Stahlplatten, das ist ja nicht das Problem. Aber ja, habe ich mir mal die Rakete angeschaut. Das sind fast 2 Stacks Stahl gezielt da drauf. Vor allem, die wollen auch noch Steel Blocks haben. Die wollen da auch noch Steel Blocks für haben, das ist halt hardcore. Ja, ist doch nur einfach ist ja 9, ne? Ja, genau, das meine ich halt. Ich sehe hier leider auch keine andere Methode, das irgendwie kostengünstiger herzustellen. Okay. Das ist ein Villager, der Kohle fällt. Ich glaube nur, welche Kohle anbieten, oder? Moment, das kannst du auch nachgucken. Echt? Wenn du da draufklickst auf Kohle, siehst du da entweder einen Mob Drop oder einen World Gen. Und. Nee. Wird leider nicht gehandelt. Oder doch? Alchemie. Oh. Guck mal nach einem Alchemie-Table von Blue Sky. Ah, okay. Ist ein Dungeon-Drop. Okay, das war's dann. Egal, kann ich da suchen gehen oder nicht? Ja, dafür musst du erstmal in Blue Sky rein und das ist eine eigene Dimension. Okay. Ich war eben hier in Twilight Forest gewesen, aber es ist ja übelst langweilig, da kann die ganze Zeit irgendwie so ein komischer gelber Regen oder so, kann ich da nirgendwo was abbauen? Also das ist ziemlich komisch. Ja, hier ist auch... ja. Auf jeden Fall. Das kannst du aber zum Glück auch ausschalten. Aber nur bei einem selbst. Ach, also. Ja. Hast du schon einen schwarzen Rucksack? Kann man den färben? Ja, den kannst du färben. Ich hab meinen ersten upgraded auf Diamant, Alter. Das ist ja absolut Luxus. So schön groß. Ich weiß gar nicht, was ich gerade hab. Oh, ich hab nur Gold. Aber das wichtigste Upgrade habe ich schon drinne, das ist das automatische Essen. Ja, es gibt ja Upgrades für den Rucksack. Und dann kannst du einen Essensmod reinpacken. Und dann hast du das Essen, was im Rucksack ist, das isst du dann automatisch. Heißt, du brauchst nicht mal selbst irgendwas essen. Okay, das ist cool, ja. Zuschauer, ich wünsche dir auch einen schönen Abend noch, eine gute Nacht und alles Gute und fahr vorsichtig, ne? Warte, da muss ich gerade mal Tschüss sagen. Ja, genau, das ist so ein Vakuumhopper. Und alles, was gedroppt wird, wird automatisch eingesammelt und in der Kiste gepackt. Dann despawnt das nicht. Okay. Achso, was bringt mir eigentlich die Draw? Irgendwie, keine Ahnung. Die Draw? Mehrere bekommen, ja. Das ist auch ein für Massenspeicherung von Gegenständen. Also es gibt verschiedene Drawer-Größen und da kannst du dann 1 bis 4 Gegenstände drin ablegen und über den Controller hast du dann nur einen Input. Da wird dann alles reingeladen und dann hast du da kannst du auch noch Upgrades hinterlegen und dann kannst du, keine Ahnung, irgendwie 2 Millionen Blöcke in einem Block speichern. Okay. Ist halt für eine Query ganz nice.
Query, hier, wer ist das für ein Steinbruch? So. Also, wenn du mal mitkommen willst, ich kann dir da was zeigen. Ich weiß nicht, ob du das benutzen kannst, aber sneak mal und geh mal auf dieses Teleporter-Pad. Ich weiß nur gerade nicht, wie jemand das benutzt. Ja, das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, ob der Server einfach so hart am Laggen ist, dass das nicht auslöst. Oh. Draufstellen und Shift rechts. Oh. Shift rechtsklick. Auf die Platte? Ah, okay, dann liegt da. Warte, dann müssen wir mal aus meinem Bereich hier rausgehen. So, wo ist die hin? Server sagt nein. Ja, oder man kann die nicht abbauen. Warte. Wow. Okay, ich dachte, ich kann die neu spawnen, aber ich wurde einfach am höchsten Punkt rausgeschmissen. Okay. Ja, dann. Ja, ich wollte die Mining Dimension zeigen. Ja, da wollte ich auch irgendwie mal hin, aber. Ja, dafür brauchst du Olsemodium. Was? Olsemodium. Leider. Ja, gut. Dann werde ich das so als Kohlesammler machen. Oder erstmal als Villager Trade irgendwie für Fortune. Jo, viel Erfolg. Leider kann ich dir noch nicht mal weiterhelfen. Ich habe die Rohstoffe noch nicht. Wenn ich die Ressourcenfarm aufgebaut habe, dann hätte ich dir das so geben können. Ach, alles gut. Kein Problem. Okay. Dann. Trotzdem, danke. Jo, bitte, viel Erfolg. Ja, und ihr ebenfalls. Danke, tschüss. TPA? Ah. Okay. Ja, fürs nächste Mal. So. Jetzt müssen wir nur unseren Blackstone loswerden.
Nein. Wie sieht's hier aus? Oh. Ups. So, Schritt 1. Ahem.
So haben wir uns ein bisschen Kohle geholt.
So, jetzt ist Waiting Game angesagt. Thank you.
Okay.
Kacke. Das war nicht geplant.
Freunde, ja, wir haben jetzt eine kleine Farm gebaut in der Mining Dimension. Und zwar mit dem Bilder, der dort hinten... hier hinten so ein bisschen die Ressourcen abbaut. Der Server ist ein bisschen laggy, deswegen stockt das so und wir haben nicht genügend Strom. Aber der baut hier ab. Das läuft dann durchgehend. Der speichert das dann hier in den Functional Drawn. Und hier entsorgt er alles Überschüssige noch in der Trashcan. Ja, und das nächste Ziel hier ist, den Strom zu verbessern und dann am Ende einen schnelleren Abbau zu bekommen. So. Ja, den bauen wir jetzt auch noch irgendwann noch mal fertig. Ja, so. Ich glaube, ich werde offline gehen. Das war jetzt angenehme, ich glaube, 9 Stunden oder so. Und ja, fast 9,5 Stunden. Oha. Wo kommst du denn her? Oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wie gesagt, ich glaube, ich werde offline gehen. Ich bin übelst müde. Und ich muss morgen arbeiten, was nicht viel besser ist. Und ja, also ich würde sagen, gehabt euch wohl. Und dann sehen wir uns morgen auf jeden Fall wieder. Da bin ich dann so wahrscheinlich gegen 18 Uhr online. Und dann gucken wir mal weiter, wie wir hier mit dem ganzen Ressourcen und umgehen. Den Reaktor werden wir erweitern und dann werden wir auch endlich mit Productive Bees anfangen. Also wünsche ich euch einen schönen Abend noch. Gute Nacht, gehabt euch wohl und bis morgen. Ciao.